Junge, was ist das für eine Frisur, Alter? Ich komm nicht klar, ey. Guck mal, CJ, guck mal, der geht hinter dem so, als ob der gerade seine Tasche ausraubt. Das sind die Taschenräuber, Freunde. Zack, Portemonnaie ist weg. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Jenny hier und herzlich willkommen zum 11. GTA San Andreas Let's Play. Ja, Freunde, gestern war ein Tag Pause gewesen. Es haben so viele Leute auch in meinen Stream geschrieben. Ey, wo bleibt GTA? Was ist hier los? Bla, bla, bla. Ihr wart alle am Durchdrehen. Ich habe es gestern leider nicht geschafft. Ich habe ja am Samstag meinen Geburtstag reingefeiert. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe zu tief ins Glas geschaut. Ich war den ganzen Tag am Arsch gewesen Sonntag und habe es dann dementsprechend nicht geschafft, eine GTA-Folge für euch aufzunehmen. Und guck mal, jetzt nimm wieder Kamera. Guck mal, was jetzt passiert. Ich habe eine Kamera in der Hand. Und gleich drehen die wieder alle durch, ey. Boah, wie lange? Hä? Seit wann kann man so nah auf Gesichter zoomen, Alter? Was ist das denn? Junge, das macht ja... Warte mal, können wir nochmal ganz andere Sachen hier machen? Lol. Wie geil, Alter. Wie heißt dieser? Das sieht aus wie der Pacino, der gegen Floyd Mayweather gekämpft hat. Ach, geil. Okay. Ich habe mir eure Kommentare angeguckt, Digga. Ich bin durchgedreht, ne? Ich habe wirklich gelesen, die Missionen bei Zerro waren Nebenmissionen. Umsonst habe ich das gemacht. Das ist die Hauptmission. Diese Triaden oder diese komische Kacke, was wir letzte Folge gemacht haben. You got it? Wo wir den Schwanz abholen müssen, Alter. Jetzt muss ich da wieder nach Timbuktu fahren und den wieder dahin fahren, Alter. Sibi, Alter. Digga, was passiert hier einfach? Dicke Ballerei, aber Bruder, das Geld nehme ich mit. Sag ich so, wie es ist. Fahr Cäsar abholen, Alter. Ja, komm. Fahren wir da jetzt hin. Komm mit Bullenmotorrad. Tschüss. So. Ah, leck mir die Eier, Leute. Wir fahren da jetzt hin. Bis gleich. Hey, Freunde, diese Fahrten sind echt der Wahnsinn. Ich habe hier locker jetzt 4 Minuten oder so hingebraucht. Ja, alle machen wieder Teleportation. Was passiert, wenn ich dein Auto ramme? Und dem Sibi. Ah, kurz berühren. So, Cäsar, was macht der da? Happy, Holmes. Oh, wie der redet, ne? Ey, schreibt mal bitte rein. Geht euch das nicht auf die Nerven? Happy, Holmes. Was ist denn so mehr? Er nervt sowas von. They were headed over Angel Pine Way. Follow the road and maybe we can pick them up. Fahren. Mach Platz, Digga, ihr Sibis, Alter. Ey, fahr nach Engel Pingel. Ja, okay, fahren wir jetzt dahin. Guck mal, wo das ist. Bruder, man fährt von einem Ort nach Alaska, Bruder. Guckt euch das an, einfach hier. Junge, wie weit? Bis gleich. Ach, ja, geil. Ja, geil, Bruder. Ja, geil, mach noch einen Überschlag. Jawohl. Egal, Auto steht, Bruder. Einfach Türe, alles weg. Die sitzen da, als wäre nichts passiert. Ey, Junge, einfach nach Timbuktu muss man fahren, Alter. Was ist das für eine Mission? Wieso kann man diese Fahrten nicht überspringen? Es wird noch irgendwas passieren, Digga. Gleich falle ich ins Wasser oder Auto explodiert. Ey, Vorsicht, Digga, nicht so schnell. Ganz ruhig, ganz ruhig. Warte mal, der Wagen brennt. Der Wagen brennt. Ich schwöre auf alles, ich habe es gerade vorher gesagt, ne? Es kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich komplett von neu fahren, bitte nicht. Jetzt muss ich komplett von neu wieder 5 Minuten fahren. Ey, leck mich am Arsch, Alter. Am Arsch, wieso kann man diese scheiß Fahrt überspringen? Ja, Bruder, man kann in diesem Spiel nicht entspannt fahren. Ich knall immer irgendwo gegen, ne? Ich mach das nicht extra, Digga. Aber ich kann nicht hier ruhig fahren und einfach so jetzt... Oh, jetzt bremsen wir mal ab, hier ist eine Kurve. Digga, man will einfach immer Vollgas geben. Man will die ganze Zeit Vollgas geben, ne? Bei Gott, was macht der da? Ich fahr rückwärts, der fährt einfach vorwärts. Fahr doch. Ey. Guckt euch an, was hier für eine Scheiße. Guck mal, ich halte R2 gedrückt, Leute. Ich halte R2 gedrückt. Wie soll ich denn jetzt hier machen? Einfach, wir fahren einfach hier lang wieder, ey. Digga, ich bin fast gerade ins Wasser gefallen, ne? Ich werde da durchgedreht. Ruhig bleiben, Ernesto. Ruhig. Ja, Leute, wir sind endlich angekommen, Alter. Der Wagen ist schon wieder am Qualmen, ey. Junge, Junge, Junge. Das ist so verrückt, das ist so verrückt, ey. Mich hat's gefreut, dass das 1-Stunden-Special bei euch so gut angekommen ist. Hat mich mega gefreut. So, Jackpoint-Sicherung, steig aufs Dach, perfekt. Haben wir noch Waffen? Ja, wir haben noch unsere Waffen, perfekt. Okay. So, aufs Dach, ich bin drauf. Ist das diese Sniper-Mission? Was? Fotografiere das Gesicht der Zielperson. Mach schnell und zoom so nah wie möglich dran. Okay. Wo ist denn die Zielperson? There it is, Holmes. Oh mein Gott, Ryder. Rod, du Schirmhead. Oh mein Gott. This business is bigger than any gang, is it? Oh mein Gott. Little bitch. Little bitch. Ah, den kenne ich auch noch, Digga, diesen Mustafa. Den kenne ich auch noch.
This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. T-Bone Mendez, Bruder, mach mir noch mehr Hunger, Alter. T-Bone Steak. Fotografiere sein Gesicht von wem? Oha. Hey, who's the gringo? Gringo. I don't like the look of that guy. It's more than a few thugs pushing product. It's a serious organization. Junge, was ist für ein Treffen hier, Alter? Ah, den kenne ich auch noch vom Sehen, Alter. Junge, was geht hier ab, Alter? They being clever about this. It ain't no exchange and nothing incriminating. Oh oh, meint ihr, CJ macht jetzt Palaver da? Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt abging. Ryder, dieser Verräter. Hä? Warum hat er jetzt einfach den Polizisten weggerammt? Hä? Muss man nicht verstehen, oder? Unser Wagen ist richtig am Arsch, ne? Guck mal, sie gehen jetzt tanken oder was? We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage. Nein, nein, nicht in der Werkstatt, Bruder. Halt's Maul, nicht wieder. Ich fahre nicht wieder zurück in die Werkstatt. Warte mal. Wollen die mich jetzt gerade kommen? Soll ich jetzt wirklich wieder... Ey, die wollen mich verarschen, oder? Jetzt muss ich wieder den ganzen verdammten Drecksweg hier hinfahren. Ey. Das... Ey, die Folge heute ist einfach nur Fahrerei. Das ist doch scheiße, Digga. Bruder, ich krieg die Krise, Alter. Ich krieg die Krise, ehrlich. Bis gleich. Okay, let's go. Wir sind wieder da, Freunde. Und sind ready für die nächste Mission. Ey, einfach 2,5 Minuten gerade gefahren. Wahnsinn. Wahnsinn. That's crazy, man. What are you looking at exactly? Hey, man, you get them flicks developed. What's up, Woozy? Woozy? What's up, Woozy? I was just explaining to your der kommt aus der Matrix. We were friends. Oh, yeah? Well, look, Woozy, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now, this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. Jizzy B. Pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey, then he my way in. How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gap Bridge. Hey, good looking out, Woozy. No problem. Don't be a stranger. All right. Bitte jetzt nicht schon wieder so weit fahren, Alter. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Fahr zu Jizzy's Club. Ja, machen wir ordentlich Action, Alter. Jizzy Club. Okay, fahren wir dahin, Leute. Bis gleich. Ja, geil, Alter. Direkt wieder ein Polizist auf dem Weg getroffen. Super. Wo ist denn jetzt der Jizzy's Club, Alter? Na, einfach runter hier. Fahr doch! Digga, ich schwör auf alles. Drück nach links. Fahr doch runter, du Idiot. Ja, genau so. Ja, einmal überschlagen, gib ihm. Ja, genau so. Wofür haben wir in der letzten Folge diese Fahrschule absolviert, hä? Und wir wussten sein... ich kenne sogar diesen Club noch. Oh mein Gott, ich kenne den Laden. Ich schwöre auf alles, ich kenne den noch. Krankes Ding hier, krank. Ich erinnere mich noch richtig gut dran. Da ist die Gang da hinten. Jizzy Fizzle in the Dough. Oh, ei. Was geht denn jetzt hier ab, Amena Chuck, dem Bruder? Uff. Oi. Wir müssen reden, Freunde. Wenn ich die Treppe runtergehe, dann gehe ich auf Netflix. Und wer ist dieser Freier? Ich brauche nicht noch mehr Freunde. Die schnappen mir nur meine Frauen weg. Deswegen bin ich nicht hier. Nein, ich bin wegen dir hier, Loot. Ich höre, du bist der Mann mit den Connections. Und du bist der Mann, an dem ich mich bewenden muss. Ich biete dir meine Dienste an. Bitte was? Ja, Musik, jawohl. Ich bin in der Stadt neu. Ich mache alles. Ich mache alles, Digga. Ich habe den Größten. Wenn ich mit oder eher für einen Mann mit Jizzy arbeiten könnte, tja. Jetzt, wo du es sagst, habe ich doch ein Problem. Eines dieses Probleme, die dumpfe Schläger, wie du lösen könntest. Ich selbst bin ein Intellektueller. Guck mal, die fassen die ganze Zeit den Schwanz an, Digga, da rechts. Ihr geht bitte an die Bar und mixt euren Luden einen Drink. Eieieiei, was geht denn hier ab, Freunde? Aber das darf man ja zeigen, ist doch nicht schlimm, oder? Ich weiß nicht, ich habe nur diese zwei Augen und draußen auf der Straße braucht man viel mehr. Man muss wie eine Fliege sein, verstehst du? 100 für Gott verdammte Augen überall. Okay, irgendein Irrer hat auf meine Bräute abgesehen. Hat letzte Woche zwei gekillt. Sieh zu, dass du was über ihn rauskriegst. Okay, wir geben unser Bestes, Freunde. CJ kriegt das hin. Kein Problem. Ich bin jetzt der Partner von einem Luden Jizzy. Okay.
So, wir gehen jetzt weiter. Nächste Mission. Die Musik ist wieder unnormal laut. Wir müssen eigentlich immer echt aufpassen, wenn diese Musik hier läuft. Wait so. Mr. C to the J. See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch the rims, player. Treat that baby like the Pope-mobile. Ach, geil. Steig in den Zuhälterschlitten. Setz die Prostituierte in Downtown ab. Ach, geil, okay. Wisst ihr, was die gleich macht während der Fahrt so? Wait, what a strong bitch. Oh mein Gott, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Und gleich geht... Ever had half and half with a social like me? Oh, hast du? He's gone. I'll yeah. do things your Ruka won't. Oh, shit. Jetzt geht's I'm los. I'm no slut, but I need the feria. Uh-huh. Real interesting. Whatever, puto. Oh. Gleich kommt so dieser Griff von ihr zu CJ in die Dings und dann sagt die so, was hast denn du da in deiner Tasche? Was ist das? Und dann sagt CJ so, das ist mein Schwanz. Und die guckt so, und dann denkt Pfeffermühle. Oh, 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 oh. Okay, reicht jetzt, Digga, Alter. Meine Güte. Diese Pfeffermühle hat es mir echt angetan, Leute, ehrlich. Diese scheiß verdammte Pfeffermühle, ey. Aber stell dir, meint ihr, CJ gönnt sich die noch? Ich weiß es nicht. Mit Catalina ist er jetzt vorbei, ne? Catalina. Junge, was sind das für Straßen hier, Alter? Junge, wie weit die runtergehen? Was ist das denn? Okay. So, wir sind in Downtown. Let's go. Later, Esse. Hey, Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Church. Got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Digga, was ein Telefon, größer als die Zukunft. I've been trying to peel my holes over in Hashberry. Hashberry. Now, one of my girls over there just eyeballed the punk. I want you to get your ass over there and ice that pretender. Zieh den Zuhälter in Hashberry aus dem Verkehr, okay. Wo ist der? Dann fahren wir da mal kurz hin, Freunde. Bis gleich. Ja, der Wagen hat aber ordentlich PS. Guck mal, ich fahre wie ein Profi, seitdem wir die Fahrschule gemacht haben. Richtig gut. Guck mal, direkt Fahrerskill nach oben. Alles richtig gut. Here comes my player. Now you in real trouble. Man, I ain't got time for you. Digga. Was schießt der Schwanz hier auf mich? Was ist denn los mit dem? Guck mal, da... Hey, ja, fast CJ. Ein Telefon, just to let you ne? know, you don't have to worry about no competition in Hashberry. Worry? Did I say I was worried? No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Foster Valley been getting knuckled over. I want you to get your ass up there, nose around. Find out what's going on. Rette Jizzys Mädchen. Prostituierte, die haben auch noch Leben oben links. Ei, 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 ei. Ey, Freunde, heute das Let's Play. Ungelogen, wir sind nur am Fahren irgendwie, ne? Also, wir sind nur am Fahren. Ich bin jetzt hier gerade schon wirklich 35 Minuten am Aufnehmen. Das Let's Play geht gerade bestimmt 12 Minuten oder so. Dreimal so kurz, weil ich die ganze Zeit hier am Fahren bin. Wahnsinn. Heute mal ein bisschen entspanntere Folge zum Glück. Kein Pech, Digga. So muss es sein. Und hört auf immer zu sagen, das ist kein Pech, das ist einfach deine Ungeschicktheit. Hört auf, Freunde, Alter. Ich bin normal ein super GTA-Spieler. Erledige beide Kunden. Ja, oder nichts einfacher als das, ne? Zack, zack. Oh, ich hab fast die Prostituierte überfahren. Boah, guck mal, Bruder, was ist das für eine Respusch hier? Die tritt da richtig drauf. Mr. Jizzy, it's CJ. Use a bad luck charm, Flunky. That girl you dropped off downtown wants out of the game. Her sugar daddy wants to take her off the streets. Nobody turns my hoe. You get your ass back to the hotel and you make an example out of all of them. Digga, was ist das für ein Respusch hier? Komm mal her. Hey! Jetzt rennt die weg, Alter. Meine Güte. Jetzt müssen wir wieder zum Hotel, Digga. Wirklich, das ist so eine Kutschiermission heute, ne? Von A nach B. Wir sind wieder back in Downtown. Mal gucken, was jetzt hier abgeht, Alter. Kommt die raus oder nicht? Oh, schicke Limousine. The Lord sent me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments. Get in your car and better gaze upon thy corruption. Driver! Get us out of here before the devil's right hand snatches this poor girl from salvation. Right away, your evangelical holiness. Digga, was ist das für ein Freak? Erledige den Prediger und seine Bodyguards. Bruder, was zur Hölle, Alter? Warte mal, was zur Hölle, Alter? Warte mal. Aber wie mach ich hier einen Platt am besten? Der Teufel kommt? Scheiße. Junge. Junge. Warte mal, wie kann ich denn... Einfach so zur Seite schießen.
Oh shit, Digga, hab mich fast selber explodieren gebracht. Guck mal, so geht das, ganz easy. Na, Limousine mach ich jetzt auch platt. Guck mal jetzt, warte. Sag, was ist das für eine Limousine, Junge? Warte, guck mal, ganz easy. Moment, wir fahren. Junge, wie schnell ist diese Limousine? Hat der Nitro unterm Arsch oder was? Was ist das denn? Ey, wie fährt dieser Sibi? Junge, der Typ ist doch krank, der da redet, Alter. Junge, wie schnell ist diese Limousine, Mann? Ey, Bruder, wie schnell fährt der, Mann? Ey! Bitte, bitte, jawohl, Auto steht wieder. Junge, wie fährt dieser Typ da hinten, Alter? Und rechts kommen, na, links kommen. Ah, jetzt fährt er auf einmal langsam, ne? Jetzt fährt er langsam, der Sibi. Ey, Polizei ist da. Junge, ich kann den nicht abballern, ne? Ich muss links an seine Seite. Ich muss irgendwie rechts an den, genau, rechts und dann wieder so wie gerade. Fahr doch schneller. Wie lange braucht dieser... Ja klar, Bruder. Ja, guck mal, die Laterne am Fliegen ist. Junge, wie schnell fährt der? Will der mich verarschen? Ich krieg den nicht, Freunde. Jetzt, jetzt. Ja, jetzt habe ich ihn. Ach Mann, Alter. Ich schwöre es dir, diese Limousine hat irgendwo Nitro drin. Das kann doch nicht wahr sein. Warte mal, wie... Ey, wie kann ich denn nochmal die scheiß Kamera, dass der nach rechts oder links zielt? Ich kann nur nach links schießen irgendwie. Ach, geil, Digga. Oh, oh, was geht denn da ab? Ey! Sag mir nicht... Bitte nicht, der Wagen ist scheißegal, der soll kaputt gehen. Juckt mich nicht. Nein, 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 nein! Du hast Jizzys Wagen zerstört. Der andere ist doch auch kaputt gegangen, zeitgleich! Ey! Oh, das kann doch nicht wahr... Ach, guck mal, geil. Alles von neu. Alles von neu wieder. Bis gleich, Mann. Digga, das Gewitter hört sich an, wie als wenn ich bei KFC nach auf Toilette bin. Jawoll, Junge. Oha, wie schnell ging der denn jetzt platt? Digga, ganz easy. Ja, es kommt wieder Polizei hinter mir. Verpisst euch. So. Ich habe jetzt rausgefunden, wie man die abballert, Freunde. Guck mal, jetzt so einfach. Einfach nach rechts gucken und schießen. Genau so. Guck mal jetzt. Genau so. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ey, was? Wie viel schluckt der denn, Mann? Habt ihr das gesehen? Jawohl, Junge. Nennt mich Ernesto Valverde. Wichtig. Genau so. Everything's been taken care of, Mr. Jizzy. Oh, CJ, you's the player's right hand, baby. Oh, and by the way, that car's just come up over on the APB. Dump it, keep it, whatever. Just ja, was explodiert hier alles, Mann? My holes and my club. Oh, for sure, you got that, man. Oh, yeah. Ich scheiß auf diesen Surprise, Wagen. Motherf- oh mein Gott, Digga! Wo kam der denn? Oh mein... Bruder, ich hab mich gerade so erschrocken. Ich schwör auf alles. Ich hab mich gerade so unnormal erschrocken. Junge, was geht ab mit denen, Mann? Lass mich mal in Ruhe. Wo hab ich mich gerade erschrocken, Alter? Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Wir fahren einfach jetzt zur Mission, Digga. Scheiß drauf, wenn wir die Sterne haben. Ist mir egal, Digga. Es klappt doch trotzdem. So, ei. Bam. Ach, geil, ja. Jetzt ist der Wagen kaputt. Jetzt ist er kaputt. Geil. Aussteigen, CJ. Lasst mich in Ruhe, Alter. Die sollen... Oh, oh, die schießen auf mich. Die schießen auf mich. Ah, komm, wir rennen da jetzt ganz entspannt hin. Alles easy, Bruder. Alles easy. Ich weiß gar nicht, ob man mit Sternen die Mission machen kann. Wisst ihr das? Ich weiß es gerade gar nicht. Ey. Piss dich, Digga. Mann, nein, nicht auf den. Junge, Alter. Ich kriege 3 Sterne. Mein ganzes Leben geht weg. CJ, gar... Ey, wir müssen echt mal eine Folge mit CJ trainieren gehen, dass wir ihn richtig breit machen wieder. Ich schwör auf alles. Müssen wir echt machen. So, nächste Mission. Jetzt hör mal zu, okay? Verstehst du, es ist sehr wichtig, dass du mir jetzt zuhörst. Bla 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 bla. Ich bin kein Vollidiot, Amigo. Die Musik, Digga. Was denkt ihr? Du und Mike, bin ich für euch nur ein hübsches Gesicht? Ist es das, was ihr denkt? Oder ist das ist der Mann fürs Grobe, von dem ich erzählt habe? Er erledigt alles. K, T-Bone und umgekehrt. T-Bone Mendes, wie geht's? Alles klar? Kümmere dich nicht um ihn, wir kennen uns schon ewig. Hey, mach uns nicht das Leben schwer. Schwer? Inwiefern schwer? Aber wir sind zu dritt, ich kriege 20%. Was ist das für eine Rechnung? Das ist eine idiotische Rechnung, so ist das.
Du und Mike, Mann, ich würde meine Seele für euch verkaufen. Und das hat man dann davon. Ihr versucht mir meine 13% zu nehmen. Du kannst den Deal. Du kannst den Deal. Du warst einverstanden. Außerdem, wir hätten auch 5% sagen können. Und was? Hast du deine Zunge verschluckt? Was ist denn da los? Bist du im Reden genauso schlecht wie im Rechnen? Willst du jetzt persönlich werden? Junge, Alter. Guck, was haben die alle für Telefone, Alter? Einfach so Riesenteile, Alter. Ich schwör auf alles. Hallo, ja was? Oh, scheiße. Warum kann man die Musik im Spiel nicht ausmachen? Das fuckt mich komplett ab, Digga. Nichts, den Trick habe ich erfunden. Karl, komm mit. Kann sein, dass du ein oder zwei Typen den Kopf einschlagen musst, okay? So, was soll das heißen? Der Transporter ist in einem Hinterhalt. Wir können da nicht hin, T-Bone. Das könnte eine Fall- oder Drogenpolizei sein. War so anstrengend, die ganze Zeit zu reden. Begib dich zu dem überfallenen Transporter, okay? Alles klar, fahren wir dahin, Freunde. Bis gleich. Das Problem ist, sie haben immer noch die Polizei hinter uns, ne? Wo wir die Mission gestartet haben. Die nerven uns gerade richtig. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Rockerband hier? Oh Gott, ich erahne Böses, Alter. Ich erahne Böses. Was sollen wir jetzt machen? Die ganzen Biker umbringen, oder was? Verfolge die Biker und sammle alle Päckchen ein. Okay. Wir starten rein. Jackpoint-Sicherung. Was? Und sammle alle Päckchen ein? Ach so, wenn wir nah genug dran sind. LOL. Muss jetzt diese Päckchen klauen oder was? Was ist das denn? Geil, ich hab mir einfach Päckchen geschnappt. Ey, du Hund, Alter. Ey. Okay, jetzt müssen wir einfach diese Biker da, diese Päckchen einsammeln. Was ist das denn für eine Mission? Okay, komm, machen wir mal eben hier. Komm, ich zeige euch das einfach, Freunde. Weil es kann nicht sein, Digga. Ich bin die ganze Folge gefühlt nur am Fahren. Nur am Fahren bin ich die ganze Folge. Und erstmal den da hinten, Alter, der... Oh, ich dachte, wir können über den drüber fahren. Genau, das wollte ich. Wir sind aber auch alle schnell unterwegs hier. Aber wir machen jetzt Trick 17, Freunde. Abkürzung nehmen. Guck jetzt. Ach, der Schwanz fährt einfach da lang. Scheiße. Ja, die Polizei geht einfach nicht weg, ne? Okay, jetzt machen wir einen kranken Move, Freunde. Jetzt kommt ein kranker Move. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Genau so, CJ. Warte, warte, weiter, 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 weiter. Guck jetzt, wie gut, Freunde. Wir haben uns den gleich geholt. Wuhi! Juppa! Warte. Bayako, 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 fahr. Was macht das Motorrad für komische Geräusche, Alter? So, haben wir geschnappt, das Päckchen. Die nächsten. Das ist aber einfach. Heute sind einfache Missionen am Start, Freunde, oder? Täusche ich mich, ey. Das ist unnormal einfach, die Missionen heute. Also bisher alles easy, entspannt. Ich habe irgendwie Angst, dass die Polizei mir noch einen Strich durch die Rechnung gleich macht. Dann sage ich so, wie es ist. Komm, CJ, stark, Junge. Bruder, guck mal, wie ich hier fahre, Alter. Wie ein Profi fahren wir hier. Verpiss dich. Guck mal, wie schnell ich dir hole, von hier oben. Ach, geil. CJ, komm, fahr rüber, hier links. Genau so, genau so. Guck mal, wir sind da. Lol, guck mal, der einfach umdreht, der Sibi-Kopf. Der dreht einfach um. Oh, oh, Polizei. Haha, habe ich dir auch das Ding geklaut. Junge, geht mal weg, ihr Polizisten. Alter, lasst mich in Ruhe. Am Ende verhaften die mich noch. Let's Play vorbei. Oh, oh. Boah, Junge, Junge. Boah, heute fahre ich richtig gut in dem Spiel, ne? Ehrlich. Boah, wie ein Profi. Hier war die Stelle, wo wir vorhin gestorben sind. Zack, wie ein Profi. Motorrad fahren kann ich super in dem Spiel. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Guck mal da. Guck mal, wer da jetzt kommt hier rechts, hä? Biegt der hier ab? Ne, da ist da vorne. Zack, zack. Kurve links. Und da haben wir das letzte Päckchen. Let's go. Ey, verpiss dich. Bring die Päckchen zum Pleasure Domes. Okay, Freunde, dann fahren wir da eben hin. Bis gleich. Hallo, bleib doch stehen, du scheiß Motorrad. Wohin rutschst du denn, Alter? Wohin rutscht die Scheiße denn, Mann? Fuck mich das ab. Da sind ja noch die Polizisten immer noch. Oh, ja, ich muss aufpassen. Ah, Junge. Überfahren mich gleich. Ach, Stimme von dir hat mich jetzt noch gefangen genommen, Alter. So, wir fahren hin und sind jetzt da. Und boom. Junge, wie schnell der auf einmal bremsen kann, ne? Ist der Wahnsinn. Let's go, Freunde. Ich würde sagen, safe eine Mission machen wir noch. Eine Mission machen wir noch, Freunde. Mike Torero. Tibon, beruhig dich. Komm mal ein bisschen runter und warte, bis sich der Rauch verzogen hat, Mann. Wach endlich auf, kapierst du es nicht? Man will uns hier bescheißen, Kumpel. Hey, Partner, Tibor, und sieh mal, das ist Karl. Der ist ein echter Held für die Leute. Bla, 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 bla. Siehst du, wir stehen immer noch gut da.
Lalala, seid ihr blöd oder was? Irgendwer sitzt uns im Genick. Wir müssen alles nochmal überdenken. Ich glaube, das waren nur Gelegenheitsdiebe. Mike, ich habe versucht, dich zu kontaktieren. Blablabla, was? Oh Mann, wo bist du? Sorry, dass ich so langsam rede, Freunde, aber die Musik im Hintergrund, Digga. Sonst wird das Video wieder gesperrt. Okay, sprich einfach weiter. Hey, Mike ist in Schwierigkeiten. Wir müssen los. Was für Schwierigkeiten? Wer ist Mike? Jetzt haben sie die Koks-Lieferung in den Van gestohlen und Mike ist noch hinten drin. Was sollen wir jetzt tun? Woher wissen wir, wo er ist? Er hat sein Handy noch. Er wird mit uns sprechen, bis der Akku leer ist. Kommt, wir müssen uns beeilen. Okay. Okay, los geht's. Let's go. Sorry, dass ich so viel reden muss, Freunde. Gotta make this quick. Mike doesn't got much time. Mike's Akku ist fast leer. 5 Minuten. He says he can hear seagulls. Er sagt, er hört Möwen. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls? Schwere heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Doherty. Oh mein Gott. In Doherty ist eine Baustelle. Ai, 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 ai. Okay, dann müssen wir da jetzt hin, Freunde. Bis gleich. Das ist einfach unsere Baustelle von der Mission. So, und da sind wir an der Baustelle. He says he can hear a truck reversing. He says it's busy like a freight depot or something. Freight? Oh, they must be down at the docks. Get to the docks in Easter Basin. Get to the docks in Easter Basin. Okay, da fahren wir jetzt hin. Das ist ja direkt hier um die Ecke. Ah, ich meine einfach den hier, Bruder. Let's go! Woohoo! Nein, nein! Ey, hör auf. $500. Guck mal, kriegen wir direkt einen Dollar. Hey, we'll be there in a minute, Mike. Digga, jetzt muss ich ja einmal komplett runterfahren. Ich mach... Ernesto-Taktik ist schwierig. Scheiße, wie komme ich denn hier runter, Mann? Hä? Ey, wie komme ich hier runter, Mann? Wollen die mich ver... Ach, da vorne. Ah, lol. Geil. Der hat mir nur gerade... Habt ihr Navi gesehen? Navi meinte ein... Was? Was macht der Polizist da, Digga? Ist der lost? Guck mal, der Polizist. Bruder, der hängt in der Wand. Bruder, was ist das denn? Der geht einfach durch die Wand. No access across bridge. Kann ich das auch? Hä? Der ist einfach durch die Wand gefahren, Bruder. Was geht hier ab, Alter? Der ist einfach durch die Baustelle gefahren. Hab ich auch noch nie gesehen, sowas. Junge, Junge, Junge. Shit. He says they stopped, then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the docks, but they do at the airport's freight depot. To the airport, rapido. Rapido, zum Airport, rapido. Wir haben nur noch 3 Minuten Zeit, Alter. Der Akku ist gleich leer. Eine richtige... Ey, heute, ich bin, glaube ich, noch nie in einer Folge so viel gefahren wie heute, ne? Noch nie so weit bin ich gefahren oder in einer GTA-Folge. Ah! Hey, don't worry, Mike, we're nearly there. Mike's cell phone battery is running low. Ja, mach doch Platz. So, wir sind jetzt gleich da. Zack. Ah, hier kenne ich schon diesen Flughafen. So, und jetzt? There's the gate and some dead security guards. Ein paar hey, this is the place. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag. Ah, Signal. What the hell is a tag? Signal wird stärker. Signal wird stärker. Achtet auf das Signal. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. Guck mal, achtet auf Signal. Use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it work? Simple. Closer we get, the stronger the signal. Das Signal wird stärker. Das Signal wird stärker. Ja, wird stärker. Wird stärker, wird stärker. Wird stärker das Signal? Wird stärker? Da hinten. Ich hab ihn. Shit! There they are! Amena! Was soll ich jetzt machen? Digga, fucking diese Trucker. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja noch nicht. Wir können doch nicht diesen Van kaputt machen, oder? Warte mal. Weil da ist doch der Kollege hinten drin oder habe ich was verpasst? Jawohl, wir haben sie. Nein, nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte. Torino ist tot. Ich hab's gerade noch gesagt, wir können doch diesen Drecks-Van nicht kaputt machen, Alter. Mann. Oh, ich will schon wieder dahin fahren. Ey. Hä? Ey, warum brennt das scheiß... Ey, warum brennt das scheiß Auto? Ich hab nur einen Stunt gemacht. Ich bin nur ein einziges Mal... Ey, ich bin nicht irgendwo gegengekommen. Das kann doch nicht sein, Bruder. Boah, Bruder, 3D, 3D, einfach. Boah, was soll das denn für ein... Ey, bitte nicht, nein. Halt die Fresse, rede! Ich
schwör auf alles, Digga. Ich hab keinen Bock mehr. Ich schwör auf alles. Ich hab keinen Bock mehr. Dieser scheiß verdammte Dreckstunt macht alles kaputt. Boah, ich mach das. Ich schwör bei Gott. Zeig aus. Ja, der Wagen. Ja, so. Weg, Jungs, weg! T-Bone ist tot. Ey, Bruder, ich mach diese Rampe nicht mehr. Ich geh nicht mehr auf diese Rampe, Digga. Ich bin jetzt dreimal gestorben. Ich mach diese Rampe nicht mehr. Ist mir scheißegal, Alter. Guck mal hier, Digga. Ich kann einfach links langfahren. Ah, doch nicht, oder? Doch. Warum hab ich das nicht direkt so gemacht? Diese verdammte Drecksrampe, Alter. Ich schwör auf alles. Wahnsinn. Okay, Freunde, wir sind wieder da. Das kann nicht wahr sein, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ja, wir sind da. Und jetzt? Warte, ich nehme erstmal einen von diesen Drecksbikern mit. So. Er kann sich... Ja, der kann eh nicht mehr fahren, deswegen. Erstmal nehmen wir uns den. Jetzt packe ich mir den zweiten Biker. Warte, und bam. Ja, klar. Ja, und wie sollen wir jetzt diesen Wagen zum Anhalten bringen? Sag's mir. Wir müssen den Wagen irgendwie zum Anhalten bringen. Am Ende. So? CJ, was macht... CJ, du Vollidiot, Alter. Was macht der da? Mike's cell phone battery is running low. Ach, geil. Geil. Ah, noch einen platten Reifen haben wir. Oha. Was geht denn jetzt ab? Oh, oh. Oh mein Gott. Was soll ich machen, Bruder? Aussteigen. Muss die abballern. Aussteigen, baller. Let's go, Junge. Let's go. Wichtig, Alter. Boah, was ging denn hier ab gerade, Mann? Hey man, come on, hurry up. Oh, was eine Mission, ey. Burate. It's about time, T-Bone. Who the fuck is this? Hey, that's one of Jizzy's clowns. Relax, Güero. You hear that? We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, Güero, we ain't torching nada. This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. Wahnsinn. Was eine Mission. Hä? Zerstöre den Van. Ach so. Ja, Bruder, warte mal. Wofür habe ich denn das hier, Alter? Warte. So, ganz easy. Verdunisier dich, bevor die Cops kommen. Ja, wir packen uns einfach eine Limousine. Kommt rein. Steigt ein. Bringt Toreno von dem brennenden Van weg, bevor die Polizei hier ist. Ach, easy. Kriegen wir hin, Leute. Wir hätten uns einfach in einen Privatjet steigen können, ne? Hätten wir auch machen können. War auch nicht schlecht. Oh mein Gott. Ach, warte, ich muss hier runter. Wir müssen hier runter. Runter. Oh, Junge, diese Limousine lässt sich so schwer lenken, Alter. Ich drück alles nach rechts. Der bewegt sich 3 cm. Guckt es euch an. Ist aber auch ein Riesenwagen. So, zack. Nach rechts. Easy. Boah, ich hab gedacht, wir verkacken die Mission auch wieder hier, ne? Was eine Scheiße, Alter. Was eine Scheiße. Schüttel die Bullen ab. Was? Fahr zum Pay and Spray. Du, 3 Sterne? Oh Gott, Digga. Oh Gott. Und ich hab gedacht, das war's schon. Ja, jetzt geht's los, Digga. Warum hab ich mir eine scheiß Limousine gepackt? Komm. Pay and Spray. Wo ist die Scheiße? Passt da überhaupt eine scheiß Limousine rein? In diese Pay and Spray Laden? Ich schwör vor, die Garagentor geht nicht zu. Polizei kommt rein, verhaftet mich. Ich sehe schon alle Szenarien vor mir, Leute. Ich sag euch so, wie es ist. Okay, rechts. Ich stell mir vor, das geht nicht, Digga. Ich will mich totlachen. Wenn einfach das Ding nicht zugeht. Also, was war genau? Hier rechts und dann links, ne? Paint Spray für Limousinen. Wenn das jetzt nicht geht, ne? Das muss doch gehen, Alter. Limousine ist doch nicht... Ja, easy passt hier da rein. Die passt da rein, oder? Jawohl, Junge. Easy. Was ist mit der Limousine? Wird die jetzt rot, schwarz? Ja, geil. Begib dich wieder zum Pleasure Domes. Okay. Let's go, fahren wir dahin. Guck mal, die Polizei war schon direkt hier gewesen. Als ob die so dumm sind, Alter, ne? Und nicht checken, dass wir da drin waren. I haven't seen you before. Just got into town last week. I've done a couple jobs here and there. Just got into town, huh? Where were you before that? Hey, what is it? Hä? Warum hab ich wieder 3 Sterne? I've been to Los Santos with my family, all right? Give me his wallet. What? Hey, get off! Quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike.
Carl Johnson, huh? All right, I've seen enough here. Hey, it was a dub in there. Better still be there when I check it. Shut the fuck up. Weil ich gerade jemanden überfahren habe, Bruder. Was zur Hölle, Alter. Es kann doch nicht wahr sein. So. Heute kommt die Folge auch ein bisschen später online, Freunde, weil ich bin nur mit Janina heute unterwegs. Wir haben was Wichtiges zu erledigen wegen Haus. So, okay, dann fahren wir jetzt dahin, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder, ey. Ich muss aufpassen, ich darf nichts überfahren. Bruder, was ist denn da explodiert? Nein! Oh, ich hab fast den Kopf da wieder überfahren, ne? Ey, schon wieder, Alter! Ich hab den noch nicht mal berührt, diesen Hund! Habt ihr das gesehen? Ich hab diesen Kopf nicht mal berührt, Mann! Der Schwanz, Alter. So ein Schwanz. Nein, 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 mich verhaften, Alter. Passt mal auf hier. Ey, Leute, was passiert für eine Scheiße hier, Alter? Wegen dieser Dreckslimousine, weil die sich fahren lässt wie Arschritze. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Fitting Bay. Jetzt reicht's doch aber. Wir sind endlich angekommen. Ich nehme nie wieder eine Limousine, Alter. Wisst ihr, wie die sich steuern lässt? Da kannst du gar nicht erzählen, ne, wie die sich steuern lässt. Man, now shake the spot. We got shit to talk about. Wahnsinn, Digga. Boah, der zahlt aber gut, ne? $7,000. Ich habe halt immer Angst, dass der nicht speichern tut, ne? Meint ihr, der speichert, ey? Ja, ansonsten fahre ich jetzt eben kurz zu unserer Baustelle zurück. Und ja, Freunde, lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da für die nächste GTA San Andreas-Folge. Heute war zum Glück ein bisschen entspannter, außer diese scheiß Rampe, die uns da komplett hops genommen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Das war's jetzt. Euer Rille Peter ist raus. Video kommt heute Richtung 20:30 online. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Haut rein, Leute, und ciao.